Willkommen zum Kriegssonntagskick, sechster Sonntag im Jahreskreis C. Heute nimmt uns Jesus mit auf den Berg der Seligpreisung. Heute haben wir ein paar Hammerlesungen und wir beginnen mit Jeremia 17, dann 1. Korintherbrief, Kapitel 15 und dann Lukas 6. Und das sind die Seligpreisungen, aber vielleicht noch einen wichtigen Blick auf Jeremia. Der sagt nämlich was ganz, ganz Wichtiges: Verflucht der Mensch, der auf Menschen baut, der nicht seine Hoffnung in den lebendigen Gott setzt. So, und dann geht's weiter, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, und dort sagt Paulus ganz deutlich: Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir die dümmsten Leute der Welt, dann hätten wir uns im Grunde auf das falsche Pferd gesetzt, das alles würde keinen Sinn machen, aber Jesus ist auferstanden, ich bin der Zeuge und wir haben viele Zeugen, und er spricht natürlich aus dem apostolischen Zeitalter heraus, also um das Jahr 60, 50, 70, und da gab es noch viele Augenzeugen, und das nennt man das apostolische Zeitalter. Also das geht noch so weit bis 100, wo dann die letzten Augenzeugen der Augenzeugen sterben. Also das ist eine sehr, sehr wichtige Zeit, wo vieles aufgeschrieben wird. Letzten Endes im Jahre 60 alles gegessen, also die Heilige Schriften geschrieben, die Sakramente werden gefeiert, die Kirche eigentlich funktioniert so, wie wir sie heute kennen. Mit leichten Veränderungen natürlich, aber so die Grund-Charygma-Botschaft ist die gleiche. So ist sehr wichtig zu wissen, weil immer ganz gerne ein bisschen rumgefeilt wird oder den Eindruck erweckt werden soll, man kann an der Botschaft etwas ändern. So, das ist ein Offenbarungsglauben, also der Glaube der katholischen Kirche kommt von Jesus selbst. Jesus ist der Evangelist, der das uns gibt vom Vater. Ja? So, und heute sagt er was Krasses in den Seligpreisungen, und wir meisten von uns kennen die Seligpreisung, und was rüberkommt, ist eine Anderweltlichkeit, eine Gegenweltlichkeit. Also viele reden ja von Antikörper, hoffentlich habe ich Antikörper in mir, und wir müssen jetzt im Grunde das ein bisschen umsetzen in hoffentlich habe ich die Antiwelt in mir. Also das heißt, die Welt sagt, sei so reich wie möglich, habe so viel Sex wie möglich, habe so viel Macht wie möglich, unterdrücke so viele andere Menschen wie möglich, bleib im Oberwasser und so weiter. Ja. Und Jesus sagt uns genau das Gegenteil, nämlich euer Lohn ist im Himmel, kümmert euch nicht das, was so sehr was hier passiert, sondern seid arm im Geiste, keusch, Trauer, das heißt, ich lasse los. Ich bin nicht mehr ehrgeizig poche auf mein Recht, sondern ich kann loslassen. Ich kann mich verabschieden von diesen großen Zielen der Welt, von dem großen Erfolg, alles, was erstrebt wird normalerweise. Das heißt nicht, dass wir depressiv werden sollen, sondern er sagt dann noch, für den Menschensohn, wer das alles macht für mich, der wird belohnt im Himmel. Also es geht um meine neue Herrschaft. Wem diene ich? Dem Herrscher der Welt, dem Herrn der Welt oder dem Herrn des Himmels, der anderen Welt, der Antiwelt? Ja? Also es ist ein bisschen verrückt. Und wir können das vielleicht auch so ein bisschen testen in unserem eigenen Leben. Ad hominem oder abdominum. Bin ich auf die Welt gerichtet, auf die Menschen gerichtet? Ich mache mir ganz große Sorgen und Gedanken, was die Menschen von mir denken, was die über mich sagen und so weiter. Das nennt man auch Menschenfurcht. Und dann das andere ist Gottesfurcht. Oh je, was wird Gott wohl sagen zu dem, was ich jetzt mache, wie ich denke, wie ich handle? So, und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns korrigieren lassen, auch selbst korrigieren. Ich möchte auf der Seite Gottes stehen. Ich möchte den ewigen Lohn erhalten. Im Himmel, nicht hier.
Wir hatten gestern unsere liebe Frau von Lourdes, und sie hat ja der Bernadette gesagt, ich kann dich nicht auf dieser Welt glücklich machen, aber in der nächsten. So, also halte durch, übe dich im Leiden und vertraue auf Gott und bleib Gott treu. So, und das ist sehr, sehr wichtig für uns alle, dass wir vielleicht mal einen Test machen. Okay, jetzt spielst du mal Gott und jetzt schreibst du dir selbst einen Brief. Also Gott schreibt mir, Pater Paulus, Maria, einen Brief und das mache ich selbst. Also ich stelle mir jetzt vor, das können wir als rationale Wesen, wir können träumen, wir können reflektieren, wir können projizieren, dass ich mir selbst einen Brief schreibe, was Gott mir sagen möchte. So, und dann werden wir staunen natürlich, was Gott sagt. Und Gott sagt dann genau das, was eigentlich meine Seele in mir braucht, wonach sie sich sehnt, nämlich nach dem Guten, dem Schönen, dem Wahren, der Einheit. So, alles das, was eigentlich die Welt nicht geben kann. Die Welt entzweit, die macht ängstlich. Hier ist kein Friede, keine echte Freude. So, und Gott möchte uns alle diese Dinge geben. Und ich muss mich entscheiden, okay, wo suche ich diese Dinge? In der Welt oder in der Anti-Welt? In der Gegenkultur oder in der herrschenden, vorherrschenden Kultur? So, sehr wichtig, dass wir lernen, mit einem Fuß in der anderen Welt zu sein, obwohl wir noch mit dem anderen Fuß hier in dieser Welt sind. Und dann können wir sehr, sehr gut einschätzen, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Was bringt mir Frieden und Freude und was bringt mir keinen Frieden, keine Freude. So, das möchte ich mit auf den Weg geben, weil es sehr, sehr wichtig ist. Es ist auch eine wichtige Regel der Unterscheidung der Geister. Okay, wo fühle ich mich frei, froh und friedlich und wo nicht? So, und das muss ich mir merken, wenn ich in der Welt bin, okay, hier habe ich Stress, hier habe ich Angst, so ist ein wichtiger Ort, hier bin ich halt, aber ich muss mich orientieren in der Außenwelt, mal mit der Vogelperspektive auf mein Leben schauen, so, oder aus der Perspektive Gottes, der mich liebt. Und dann werde ich selbst eigentlich darauf kommen, das und das hilft mir, das und das hilft mir nicht mehr. Und dazu segne euch für diese Weisheit und die Gabe und der Unterscheidung der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das war der Gig, Sonntagsgig zum sechsten Sonntag im Jahreskreis C. Und wir dürfen nicht vergessen, heute feiern wir den Tag der Auferstehung. Und das ist sehr, sehr wichtig, was Paulus uns geraten hat. Vergesst die Auferstehung nicht. Dieses Leben geht weiter. Es ist nicht zu Ende. So, das wollen wir mitnehmen in die Woche, dass wir in der Hoffnung leben, in der Freude auf diesen ewigen Lohn, der uns erwartet. Seid gesegnet und schaut in die Webseite rein. Da könnt ihr nochmal das Gig-Magazin bestellen. Wir haben noch welche übrig, die wir einfach kostenlos verschicken wollen. Und das ist auch ein Zeugnis der Auferstehung, dass Gott lebt. Euer Pater Paulus Maria.